Jo Leute, was geht? Wer kennt es nicht? YouTuber XY macht irgendwelchen komischen Content, findet irgendwann eine Partnerin und versucht mit ihr dann monetär das Maximum aus YouTube herauszuholen. Ich meine, schaut euch nur mal den Kanal von Simex gerade an und ihr wisst, was ich meine. Videos wie, sie war ein Junge, sie will ein Kind von mir, ich habe meine Freundin betrogen oder richtig unangenehme Touch-My-Body-Challenges gehören dabei mittlerweile zum Pflichtprogramm. Natürlich kann man jetzt sagen, Bro, Baku, das ist doch überhaupt nicht schlimm. Und ja, es ist auch nicht schlimm, solange man es nicht übertreibt zumindest. Was, Bruder? Wenn man es mit der eigenen Freundin in den Videos nicht übertreibt, kann man dadurch auch hin und wieder ordentlich Schwung in den eigenen Kanal bringen. Alleine schon, wenn die eigene Community aus 10- bis 12-Jährigen besteht, die so langsam Jungs und Mädels nicht mehr ganz so eklig finden und bei denen der eigene Pipi-Mann so langsam die Kontrolle übernimmt. Aber mal Spaß beiseite, im Prinzip ist da auch nichts Schlimmes bei. Wenn es da draußen Leute gibt, die sich für einen interessieren oder gerne Cringe-Compilations ansehen wollen, dann ist das in meinen Augen auch vollkommen in Ordnung. Abgesehen davon, dass ich diese Videos selber nicht ertragen kann, aber das nur mal nebenbei. Was ich allerdings nicht ganz okay finde, wenn YouTuber dieser Art Videos so aufbauen, dass die eigene Freundin für Klicks sexualisiert wird. Schauen wir uns dazu einfach mal dieses Video hier von Artium, einem Sidekick von Henry an. Der ein oder andere wird Henry durch seine 600.000 Abonnenten sicherlich irgendwoher kennen. Der Typ macht ähnlichen Content, aber bei weitem nicht so schlimm wie der heutige Fall. Wahrheit oder Pflicht mit Mädchen. Mit Küssen und Ausziehen extrem. In diesem Video sitzt er mit einem anderen YouTuber und seiner Freundin an einem Tisch. Die drei spielen, wie im Titel beschrieben, Wahrheit oder Pflicht und müssen nacheinander Zettel mit verschiedenen Aufgaben ziehen. Soweit so gut. Jetzt warten natürlich alle 12-Jährigen vor dem Monitor gespannt darauf, dass das, was im Titel versprochen wurde, eintrifft. Allerdings sieht man in den 12 Minuten lediglich nur, wie sie sich drei Armbänder auszieht und wie Henry 20 Sekunden vor Schluss einen Zettel zieht mit der Aufgabe, die Freundin von Artium zu küssen. Mit Zunge. Und das Video endet vollkommen überraschend mit diesem Bild. Wieder mal ein Fall von Clickbait sein Urgroßvater. In den Kommentaren sieht man aber auch wunderbar, auf was für einem geistigen Niveau wir unterwegs sind. Ah, warte! Mecke nur ich, dass da steht, küsse den rechten Person und recht von ihm ist doch Artium oder keine Ahnung, vielleicht bin ich dumm. Ja, bist du, Mann. Henry hat einen Zettel gezogen, wo drauf steht, dass er die Person rechts von ihm küssen soll und aus seiner Perspektive sitzt die Freundin rechts. Oh Mann, Alter. Ja, ihr sagt auch immer ausziehen und macht Armbänder, ihr müsst Kleisungsstücke. Kleisungsstücke. Really, Bro? Digga, das Gerät am Anfang fuckt so ab. Ja, Mann, zeig doch bitte direkt deine Freundin und laber nicht um den heißen Brei herum, meine Fresse, Alter. Wie man schon anhand dieser drei Kommentare merkt, müssen die Zuschauer von Artium relativ jung sein. Denn niemand, wirklich niemand, fällt mittlerweile auf so einen Schrott rein, der länger als ein paar Tage auf dieser Plattform unterwegs ist. Aber da auch ein Artium gemerkt hat, dass seine Zuschauer immer wieder auf denselben Mist reinfallen, hat er sich vermutlich gedacht, Bro, dieses Format kann ich richtig gut ausschlachten. Und so kam dann das zustande. Ein Kill, gleich eine Sache ausziehen mit Freundin Fortnite Challenge. Ja. Ich meine, nur nebenbei gesagt, ist seine Freundin wirklich eine Hübsche. Aber vermutlich auch gerade deswegen lassen sich die kleinen Boys immer wieder so in die Irre führen. Der Typ startet sein Video damit, dass er ein Gewinnspiel ankündigt, bei dem er ein iPhone verlost. Okay, mein Bauchgefühl sagt mir zwar, dass das auch fake sein könnte, aber man weiß ja nie, vielleicht stimmt das ja auch und er verlost mit seinen 70.000 Abonnenten einfach ein Handy, das teurer ist als 500 Euro. Aber darum soll es ja schließlich in diesem Video hier zumindest jetzt gerade nicht gehen, sondern nur um den Körper seiner Freundin. Ich meine natürlich nur um die Unterhaltung. Da sind wir mal ehrlich, das sind doch die Argumente, die dann gerade von diesen Leuten kommen. Ey Bro, es ist doch nur Unterhaltung, was hast du denn? Wir unterhalten doch nur, das ist nur Entertainment. Hm. Ja, das ist Unterhaltung. Aber jetzt pass auf, die beiden sind ja, wie ihr seht, in der Wohnung. Und da sind ja in der Regel so recht moderate Temperaturen, meine ich. Oder was sagt ihr so? Das eigentliche Video startet und sie sitzt einfach direkt mit Mütze und einer dicken Daunenjacke da. Also, wen willst du hier verarschen, Alter? Ach, kannst du dir nicht ausmalen. Naja, aber wer jetzt denkt, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht, täuscht sich auch gewaltig, denn es fällt direkt auf, dass der Typ seine rechte Hand so gut wie gar nicht bewegt. Hm, hat er da eventuell das Gameplay-Video von jemand anderem geklaut? Mal sehen, ob mir da in dem nächsten Video was dazu einfällt. Naja, auf jeden Fall endet das Video natürlich genau da, wo es interessant wird. Und zwar da, wo endlich das Oberteil fallen soll. Aber mit dem Hinweis, dass bei genügend Likes Teil 2 folgt. Das ist so wie bei diesem Meme-Video hier, wo ein LKW auf ein Hindernis zurast, aber es einfach nicht zur Kollision kommt. Es passiert einfach nichts. Geil. Weißt du, ich habe mir das Video bis zum Ende angeguckt und ich saß wie all die 12-Jährigen da und war wirklich bitterlich enttäuscht. Was ist das für eine Scheiße? Da freut man sich einmal, was zu sehen und dann, da seine Kinder-Community, gesteuert durch den eigenen Pipi-Mann, auch nichts hinterfragt und immer wieder darauf reinfällt,
kommt es natürlich auch zu den gewünschten Likes und Teil 2 folgt auf dem Kanal natürlich auch wieder mit einem ordentlichen Giveaway. Dieses Mal 2 AirPods. Ja, okay. Auch hier wieder das gleiche Prinzip. Sie hat eine Mütze auf und er bewegt kaum die Maus. Sie zieht sich aus, bis nur noch ein Oberteil und eine Hose bleiben. Und beim Aufknöpfen der Hose ist das Video wie immer zu Ende. Einfach Schmutz, Digga. Natürlich fragen sich da seine treuen Fans, wann denn endlich das Video kommt, wo sie wirklich alles auszieht. Schließlich sind wir doch nur alle wegen der Freundin hier und nicht wegen dem YouTuber selber, oder? Sehe ich das falsch? Und die Antwort darauf von einem wirklich optimistischen Zuschauer? Chill. Ja, chill mal, Bro. Kommt noch. Ganz bestimmt, Alter. Kommt ganz bestimmt. Auch hier in diesem Video bewegt sich Artyoms Hand kaum bis gar nicht, wo man vermuten könnte, dass dieses Gameplay-Video auch nicht echt ist und alles von vorne bis hinten einfach erstunken und erlogen ist. Aber hier habe ich den Beweis. Der YouTuber mit dem Namen Toxic Freak hat zwar gerade nur 5000 Abonnenten und ist dadurch natürlich nicht so bekannt unter den meisten Zuschauern. Was ja irgendwo logisch ist. Er hat am 9.12. ein Video hochgeladen und im Video von Artyom, welches am 13.12. hochgeladen wurde, gibt es da komischerweise sehr krasse Ähnlichkeiten. Was sagt ihr denn? Guck mal. Also ich finde schon, dass das ein ganz, ganz großer Zufall ist. Haben wir uns da einfach an einem fremden Content bedient? Zugegeben. Ich habe das auch nur herausgefunden, weil es jemand in die Kommentare geschrieben hatte und ich mir das Video von Toxic Freak als Favorit abgespeichert habe. Denn als ich jetzt wieder auf dem Kanal war, war der Kommentar komischerweise weg. Der wird doch nicht einfach Kommentare gelöscht haben, damit man ihm nicht auf die Schliche kommt, oder? Aber wirklich einen Grund dazu gab es doch auch gar nicht. Okay, mal abgesehen davon, dass deine Videos in dieser Art ohnehin kaum Aufwand bedeuten, finde ich es wirklich richtig wack, dass du auch noch dazu das Werk anderer YouTuber klaust. Noch wacker finde ich allerdings, dass du deine Freundin in dem Sinne sexualisierst, um durch Clickbait-Titel und Thumbnails auf erbärmlichste Art und Weise Klicks abzustauben. Oder wie erklärst du dir solche Thumbnails? Also das ist wirklich lost auf einem ganz anderen Niveau, Alter. Hier greift er ihr mal an die Brust. Da macht sein bester Freund mit seiner Freundin rum. Hier knutscht er auf der Couch von seinem besten Freund mit seiner Freundin. So, what the f***? Kommst du überhaupt noch klar? Checkst du noch irgendwas? Man sieht auch auf seinem Kanal, dass die Videos, in denen seine Freundin nicht auf den ersten Blick vorkommt, deutlich schlechter abschneiden. Teilweise haben diese Videos zwischen 5.000 bis 10.000 Klicks. Im Vergleich dazu haben die sexualisierten Videos mit seiner Freundin deutlich mehr. Jetzt stell dir mal vor, eure Beziehung zerbricht, dann kannst du deinen Kanal direkt in die Restmülltonne werfen. Versuch doch einfach mal etwas Vernünftiges mit einzubauen oder so. Und auch wenn mir das schwerfällt, nimm dir mal ein Beispiel an Z-Max. Der ist zwar auch cringe in seinen Videos, aber dabei bleibt's dann auch. Das, was Artyom auf seinem Kanal bringt, ist in meinen Augen wirklich einfach nur der letzte Rotz. Der gesamte Content ist mit Klicks und Fakes auf maximale Reichweite ausgelegt. Und in meinen Augen kann allerdings so ein Content nicht auf Dauer überleben, denn irgendwann fällt das Kartenhaus zusammen und auch die eigenen Zuschauer checken, dass sie verarscht werden. Naja, und was bleibt dir dann? Wenn man nur noch so ein Content bringt, dann auch nicht mehr viel. Ich meine, jeder kennt doch die Geschichten von den YouTubern, die genau auf diese Art und Weise Content aufgezogen haben. Warum man dann genau auf diesen Zug aufspringt und seine Zuschauer ständig mit Clickbait und irreführenden Inhalten verarscht, ist mir wirklich schleierhaft. Aber auch meine ernst gemeinte Frage an die Zuschauer von ihm, die sich diese ein Kill, eine Klamotte ausziehen Challenge ansehen. Was glaubt ihr denn zum Teufel, was passiert? Denkt ihr ernsthaft, dass ihr hier auf YouTube zu sehen bekommt, wie sich ein Mädchen vor laufender Kamera komplett entblößt? Wie naiv seid ihr eigentlich? Zum einen würden diese YouTuber ihre YouTube-Einnahmen niemals gefährden, da sie ganz genau wissen, dass das aufgrund der Community-Guidelines sofort gesperrt werden würde. Fallt doch nicht ständig auf so einen Mist rein, Mann. Ich check auch nicht, wie solche Kanäle heutzutage auch irgendwie Erfolg haben können. Also mittlerweile kennt doch jeder YouTube und jeder hat YouTube mittlerweile durchgespielt. Ihr könnt mir jetzt mal eure Meinung dazu schreiben, ob ihr es toll findet, dass Artyom seine Freundin schamlos dafür ausnutzt, um damit auf Krampf Klicks zu generieren. Wir sehen uns im nächsten Video. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car in the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car in the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus.